Hallöchen ihr, der Anale 4 und willkommen zurück bei Fallout 76. Ja, wo es weitergeht mit der Quest Schlüssel zur Vergangenheit. Und wo es meine Aufgabe ist, hier an Margies letztem bekannten Aufenthaltsort nach Hinweisen zu suchen. Ja, schau ich doch mal. Irgendwo piepst hier frech fröhlich ein Offizier rum. Gucken. Sunnytop Pisten. Da oben läuft jemand rum. Da hinten streunen zwei Wölfe rum. So. Na Jungs. Alles cool. Wunderbar. Okay, das heißt, ich kann auf jeden Fall nahrungsmäßig auch was mitnehmen. So, irgendwo ist ja noch ein Wolf. Was gibt's denn hier drin? Knusprige Eichhörnchenbissen. Das klingt doch gut. So, Schrotpatrone, verbrannten Wanderer. Die lasse ich erstmal liegen. So, das ist die Sache. Wo muss ich hin? Irgendwo nach hier hinten. Okay, eine Falle. Das kann man alles nehmen. Oh Gott, ein Gläubiger. Okay. Verbrannten Offizier. Alpha-Code-Abschnitt. B7. So, aber irgendwo lümmelt hier noch einer rum. So. Margie McClintons Holoband. Okay. Das brauchen wir nehmen. So, dann lass mal gucken, was er hier hat. Vor allem Kronkorken, versteift, behandelt, Raider-Rüstung. Stufe 15. So, Jungs. Warte mal, gekochtes Wasser. Okay, da ist noch einer. Mit ihrer Schrotflinte. So, gib Margies Holoband wieder. Okay. Boah, Leute, ganz im Ernst, wo seid ihr denn noch? Das ist ja mal mega nervig. Ist ja bestimmt über mir oder sowas. Jawohl. Nix reinigen. Irgendwo hier hinten. Jawohl. Und? Noch irgendwo? Wer möchte noch? Wer hat noch nicht? Okay, vielleicht jetzt mal Ruhe. Also, Holoband. Genau, das da. Hier spricht Margie McClintock von den Knallharten. Ha, was für ein Witz. Uns vorgemacht, dass unsere Opfer einen derartigen Namen fürchten würden. Aber mittlerweile sind alle da draußen so verzweifelt wie wir. Wenn jede Konfrontation zwischen Leben und Tod entscheiden kann, gehen die Leute Risiken ein. Sie wehren sich. Also müssen wir unschuldige Leute töten. Aber ohne mich. Mir egal, was aus dieser Welt geworden ist. Sie zieht mich nicht mit in den Abgrund. Okay, irgendwo hier unten. Die ganze Idee hinter den Raidern ist krank. Unmenschlich. Ich zerstöre dieses blöde Schlüsselteil. Jemals geschieht, weil jetzt etwas zu tun ist. Vielleicht wird er mehr Erfolg haben als ich. Was mich angeht, ich verschwinde. Ich suche mir ein paar Camps und trete ab. Friedlich, ohne Schmerzen. Das war's. Okay, gut, dann muss ich hier runter. Ist
schon viel zu lange her. Ist aber auch krass, dass sie immer so Ewigkeiten Pausen lassen zwischen diesen einzelnen Gesprächsabschnitten. So, Planke. Lasergewehr. Sehr schön. Okay. So, gibt's hier noch was? Impro-Repetiergewehr. Was kann ich liegen lassen? So, genau hier. Geht's hin. Stimpak. Heilmittel. Wunderbar. Okay, Terminal von Vincent. Okay, Posteingang. Admin-Passwort. Margie hat sich in letzter Zeit etwas seltsam benommen. Also sage ich dir das hier lieber, bevor sie etwas Dummes tut. Erinnerst du dich an das Schlüsselteil, das drüben beim Palast auf der Holoband-Duplikationsmaschine verstaut war? Ich habe gehört, wie Margie den Bibliothekar, meine Fresse, aufgetragen hat, das Admin-Passwort zu ändern, damit wir keinen Zugriff mehr darauf haben. Sie hat dich angelogen, Wins. Jedenfalls bin ich dem Bibliothekar gefolgt und habe gesehen, wo er wohl das neue Passwort aufbewahrt. Ich habe ihn dabei beobachtet, wie er einen Zettel in ein Geheimfach in der Kommode in seinem Zimmer versteckte. Aber lass Margie nicht wissen, dass du davon weißt, sonst ändert sie es wieder. Er hatte das Admin-Passwort. Okay, erstmal right away fressen. So. Und was trinken wäre auch gut. So, Stimpak. Oh, ich habe nur noch eins, zwei Stimpaks. Das ist wenig. So, das Gemüse weg. Okay, mal wieder das Zeckenblut trinken. Und zweimal abgekochte Wasser. Okay, das soll lang. So, okay, jetzt brauche ich hier noch den des Passworts. Also das Admin-Passwort muss irgendwo hinten sein. Genau, beim Palast. Okay. Das heißt, da geht's jetzt als nächstes hin. So, natürlich erstmal nochmal hier ein bisschen gucken. So, was lohnt es zum Mitnehmen gilt. Okay, was war hier drin? Maddox, okay. Gut, dann würde ich sagen, geht's auf Richtung Tempel. Aber den Bahnhof würde ich ganz gerne vorher noch mitnehmen. Der ist hier in der Nähe. Da kann ich auch ein bisschen Zeug verstauen. So. Die Zeit nehme ich mir. Genau, da ist es schon. So, okay. Schnell hier rüber. Station Sunnytop. Wunderbar. Okay, das heißt, meine Lagerkiste. Gesamten Schrott lagern. Wunderbar. Okay, kann ich bei dir was verkaufen? Sie sich hier ihre Plünderausrüstung oder auch nicht? Wen kümmert das schon? Ja, bist du sehr motiviert heute, ey. Okay, die Baseballgranate kann man verkaufen. Impulsgranate, Impulsmine, Molotov-Cocktails, Plasmagranate. Wir bitten darum, nicht auf andere. Und den würde ich mir erstmal aufheben. Ihres Einkaufs einzustechen. Nee, mache ich nicht. Keine Angst. Habe ich nicht vor. So, wie sieht's mit meiner Rüstung überhaupt aus? Die kann man mal reparieren, auf jeden Fall. Untersuchen, reparieren. Werkbank Reparatur, ja. Hä, haben die das jetzt auch neu gemacht hier?
Warte mal. Nein, nein, nein. Warte. Hier, modifizieren, reparieren. Das heißt, ich muss erst echt das Ding untersuchen, bevor ich es reparieren kann. Was ist das für ein Scheiß? Seit wann haben die denn das gemacht? Okay. Nee, ganz mit das raff ich nicht. Okay, gut, wie dem auch sei. So, weiter geht's. Hier Richtung. Richtung Tempel. So, vorher noch das Umspannwerk hier mitnehmen. Dann mal gucken. Hallöchen, ihr lieben Wanderer. Alles klar? So, wo wird hier geschossen? Wie, wo, was, wer, wie? Da. Da, 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 da. Sehr schön. Okay. Ein Gläubiger. Lamco Mac and Cheese. Das sieht doch gut aus. Rest kann man liegen lassen. Schlagring. Okay, das kann man drin lassen. Dann hier durch. Richtung Tempel. So. Der ist jetzt zum Glück auch nicht wirklich weit. Level up irgendwie? Nee, ne? Das dauert noch. Ah, aber nicht mehr lang. Bis Stufe 14, super. Das ist auf jeden Fall heute auch noch drin. Okay. Genau, da vorne ist es dann auch schon. Steckt mal die Waffe weg. So, jetzt will ich aber nicht hoffen, dass ich hier dieses Event noch machen muss. So, ich konzentriere mich primär auf das Passwort. So. Genau, hier geht's rein. Okay, gut, dann. Lass mal irgendwie runterkommen. Jawohl. Und da würde ich sagen, heile ich mich erstmal, bevor ich hier dieses ganze Wasser noch verliere. So. Das ist die Sache, wo muss ich hin? Nach da hinten, ne? Palast des verschlungenen Pfades. Schau ich doch mal, wo hier genau das Passwort ist. Bitte trigger nicht das Event. Ich muss ja vorne irgendwo rein, ne? Ja, genau. Geleitete Meditation, genau. Das ist es, was ich eigentlich nicht wollte. Komm, hier, das blende ich mal aus. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf gerade. So, mach das mal aus. Und musste hier hinten irgendwo rein, das war innen drin. Genau. Oh Gott, ich glaube hier durch. Genau, das sieht gut aus. Gekochtes Wasser. Was hast du dabei? Mehrzweckaxt. Das sieht doch gut aus. Na Jungs, wo seid ihr?
Passwort aus dem Palast. Transzendenigma? Okay. Dupliziere den Schlüsselteil der Knallharten. Okay, das muss man jetzt auch noch machen. So, natürlich mal gucken. Rezept Süßkartoffel-Eintopf. Sehr schön, ich glaube, das habe ich noch nicht. Nicht wir. So, unten. Boah, Kumpel. So, Level up, das ist schon mal gut. Okay. Dann hier durch. So, lass mich doch alle in Ruhe. Okay. Holoband Duplikationsterminal. Ein neues Holoband. Aufnehmen. Duplikat von Band herstellen. Duplizieren. Schlüsselteil der Knallharten. Duplikat aus Archiv herstellen. Das macht er nicht. Dann Duplikat aus Archiv herstellen. Oh, Schlüsselteil der knallharten Damas. Okay, super. Hey, ich hab sie da draußen aus den Augen verloren. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Und damit meine ich Camps. Tja, mir tut die alte Margie schon fast leid. War richtig auf Zack, wollte sich aber nie die Hände schmutzig machen und hatte es nicht drauf, als es hart auf hart kam. Aber haben sie ihren Schlüssel gefunden? Gehen wir einfach mal davon aus. Ich habe nämlich nicht den ganzen Tag Zeit, Ihnen beim Rumtrödeln zuzuschauen. Danke. Ach, wo wir gerade davon reden. Ich weiß nicht genau, was Sie in Bolton Greens finden werden, aber was auch immer den Gourmets zugestoßen ist, war bestimmt so grausig und unmenschlich wie Sie. Viel Glück! Verzeihen Sie mir, wenn ich diesmal nicht zuschaue. Okay, gut. Dann würde ich sagen, level ich erstmal. So, Stufenaufstieg. Gibt's was Neues? Baba, jeder Stärkepunkt fügt plus 2 Schadensresistenz, maximal 40 zu, keine Powerrüstung. Aber ansonsten ist hier nichts. Okay, Perception gibt's den Kammerjäger. Deine Angriffe ignorieren 25% der Rüstung von Insekten. Bei Endurance gibt's den Cola. Connoisseur. New Coca-Cola-Produkte haben jetzt eine doppelt so positive Wirkung. Charisma gibt's nichts Neues. Intelligenz. Soweit auch nicht. Außer dem Nahkampfkrieger, der ist aber schon auf dem Max-Rang, was gut ist. Agility. Auch nichts. Und Glück. Reparaturschuss. Es besteht eine geringe Chance, dass sich deine Waffe von selbst repariert, wenn du einen Gegner triffst. Okay, dann würde ich sagen, Charisma nehme ich hier jetzt mal den einsamen Umherzieher. So, genau. Einfach um auch noch weniger Schaden zu erleiden. Sehr schön. Wunderbar. Das heißt, der ist auch auf Max-Rang und habe somit 20% weniger Schaden, den ich erleide, und 30% mehr AP-Regeneration. Wenn ich allein bin. Was gut ist. Super. Okay, das heißt, ich muss jetzt Richtung Bolton Greens. Das war da unten, ne? Okay, würde ich mal sagen. Reise ich mal schnell hin. Aber geht nicht, weil Feinde in der Nähe. Och, Kinders. Komm schnell raus hier. So, dann hoffe ich mal, dass das hier jetzt weit weg genug ist. Toxic Valley entdeckt. Als Region. Sehr schön. So, also nochmal. Hier nach unten zum Bolton Greens. Gut, okay, das heißt, straight nach hier oben. So, hinten waren irgendwo Verbrannten. Da war doch noch einer mit einem Krönchen auf dem Kopf. Aber egal. So, ist sonst nichts mehr. Dann hau ich ihm um. Hallo Jungs.
alle hier im Nahkampfmodus. Also fast alle. So. Lasst mir doch mal Ruhe. Ich bin auf Durchreise. Okay. Hier nach oben. Richtung Golfplatz. Genau. Da ist auch schon in der Nähe. Nicht wirklich weit. So. Okay. Bin ich mal gespannt. Oh Gott, was bist du? Supermutant. Okay, nur Stufe 5. Aber einer sind meistens auch noch mehrere. So wie es immer ist. Hey, Kumpel. Pulver, Molotov, kann man alles liegen lassen. So, da vorne ist noch ein Verbrannter. Und jetzt sind wir schon auf dem Golfplatz. Jawohl. Jetzt halt mal gucken. Ich glaube, hier gab es auch noch irgendein Event, das getriggert wurde, sobald man... Ah ne, das war dieses nervige Event, wo man den Mr. Gutsy den ganzen Scheiß suchen musste, ne? Die ganzen Teller und so für die Party. Wenn ich mich recht erinnere, das war hier irgendwo, ne? Okay, aber wie gesagt, weiter geht's hier mit der Quest. Bodenhals, ist ja auch cool, was. Was war? Ach, das sind Nagelbretter. Oh Gott, das ist ja fies. Komm, auf die Beine. Schießen jetzt alle. Da hinten. Aber zum Glück nur Stufe 1 bis Stufe 5. 6. Kommt, lasst mich rein. Dankeschön. Ich muss hier was erledigen. So. Tür auf, Tür auf. Gesessen, hey. Und ich sollte definitiv auch mehr Angriffe abblocken. So, okay, es war irgendwo oben. So, hier war doch irgendwo einer. Jawohl, zwei sogar. Einmal. Zweimal. Aber die haben alle hier Mac and Cheese dabei. Das ist cool. So. Wo denn jetzt? Noch eins oben drüber. Okay. Komm her. Trau dich. Okay. Und du noch. So, Radex verdünnt. Jede Rüstung, rechtes Bein. Und ein ziemlich lautes Radio. So, Splittergranate. So, hier. Notiz. Des Gourmets. Er sagte, wir würden unsere eigenen Leute nicht essen, aber dann armer Gregory. Danach mussten wir Morris fortschicken. Mir ist mir egal, ob er der Boss war. Ich habe gehört, dass er mit seiner Frau Eddie jetzt allein in der Höhle auf der anderen Seite des Berges lebt. Bin mir aber nicht sicher, ob es überhaupt etwas gebracht hat. Unsere Leute verschwinden noch immer. Gott. Jetzt heißt es hier Richtung... Höhle ist diese Sache, wo genau sich das befindet. Da drüben. In der Nähe hier von dem Ganglager. Okay. Würde ich mir sagen, gehe ich doch da mal hin. So, und ich glaube, genau, hier waren irgendwo noch ein Zimmerchen mit jeder Menge Golfschlägern, die ich ganz gerne mitnehmen und verwerten möchte. Wenn ich schon mal hier bin. Denn Golfschläger, Zweihandwaffen, ne? Und Zweihandwaffen ist ja sowas meine. Süße Mutterbeerentee. Okay, erstmal Schloss knacken. Wunderbar. War das hier? Das war doch hier irgendwo, ne? Oder?
nur so scheiß fahren? Gab's hier keine Golfschläger? Im Golfclub ohne Golfschläger? Ist ja eine Sauerei, okay. Ich glaube, hier kann ich was kochen, oder? Genau, Kochherd herstellen. Alle Nahrungsmittel, genau. Erstmal hier. So, wunderbar. Super, haben wir das auch. Kronkorken und den Kleber natürlich. Gut, macht er nicht, will er nicht. Dann such halt das Weite. Einer. Gut, ich glaube, das sollte jetzt eigentlich reichen, um dort hinzureisen. So, es kostet wieder alles Geld hier, ist furchtbar. Aber solange dann die Mission erledigt ist, ist das doch gut. So, 80 Metern. Echt jetzt? Willst du mich verarschen? Das muss jetzt doch nicht sein. Ich will nicht, 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 ich will nicht. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Oh, der kam mit rein, ne? Der kam mit rein. Oder? Doch nicht. Okay, gut. Finde den Schlüsselteil der Gummis. Boah, Kinders. Okay, also, mal gucken. Hier gibt es auf jeden Fall Munition für diverse Waffen. Ach du Gott. Okay, also, erstmal hier etwas futtern auch, um hier HPsen zu generieren. Okay. Dann lass es jetzt leise hier gucken, dass hier kein Wendigo drin ist. Oder irgendwas anderes. Wilder Ghoul streuen. Okay, das geht ja noch. Solange es nur Ghoule sind, ist mir das recht. Okay, dann mal gucken. Aber ich meine, hier kam am Ende auch noch so ein Other Wendigo. Wilder Ghoul Pirscher, Stufe 15. Okay. Wird Wave verdünnt, das ist gut. Super Sache, so. Was zur Hölle? Warum bist denn du jetzt gestorben? Und vor allem woran? Salisbury Steak. Eine Brutmutter. So, okay. Einfach mal hier durch. Weichpanzer Meyerwerk, Stufe 5. Warum ist denn jetzt hier so ein blöder Felsenscheißdreck? Alter Finne, okay. Irgendwo hier, 97 Meter noch. Ist das okay? Das sind Meyerlurks? Sind die tot?
Hallo? Ja, ihr seid tot. Okay. 81 Meter in die Richtung. Splittergranate. Meter, ich glaube, hier geht's lang. Boah, ich habe ein echt mieses Gefühl hier. Dass gleich irgendwas noch auftaucht und mich zerlegt. Von diesen ganzen Nagelbrettern hier überall. Oben? Warum denn da oben? Hä? Wendigo Vorfahr. Oh Gott, Stufe 32. Um Dingles zu töten. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich das doch. Doch das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei wärt. Macht's gut und